Weiter geht's mit Blubster als Tyrael und ich als Sagara. Gucken, was die kann. Ich kann Banelinge beschwören, Hydralisken, ein Gebiet bombardieren. Wo ist meine Ulti? So ein Wurm, der alles verschlingt. Oder eben der Nidus-Wurm, wo ich mich hin und her porten kann. Mal gucken. Glaube, wenn ich das spiele, werde ich mir, glaube ich, als erstes irgendwelche Damage-Dealer holen. Weiß gar nicht, was gut war. Tassadar war ganz cool. Valar war ganz cool. Wer war denn noch ganz cool? Nidus-Wurm ist total imba in StarCraft, Ein StarCraft, finde ich. ja. Aber hier bestimmt nicht, weil hier kann, glaube ich, auch nur ich da durch, wenn ich das richtig verstanden habe. Ha, alle fünf Helden auf einmal da. Bam! Was machst du jetzt? Das wäre cool. Was willst du tun? Wenn ich so Nidus-Wurm direkt in die Mine setzen könnte und dann BAM, Boss gleich down, das wär's doch. Das Ding hier, das Event, die Map mag ich nicht so sehr. Das mit der Mine finde ich ganz gut. Pirat geht eigentlich auch immer. So, was? Bärstlinge können die doppelte Entfernung zurücklegen. Wie weit können die denn jetzt? Es geht ja schon. Oder von Sharpling getötete Gegner verlängern ihre Lebenszahl. Aha, Der aha, Kampf aha. beginnt in 10 Sekunden. Nur das. Was ist das denn überhaupt? Er schafft einen Kriechertumor, der Kriecher erzeugt. Agara und ihre Diener bewegen sich auf den Kriechern 20% schneller und regenerieren Lebenspunkte schneller. Okay, also wie eine typische Queen bei Stark. Nehme ich alle oben. Das ist irgendein Grund. Was ist das eigentlich? Achso. Keine Ahnung. Und die sind wahrscheinlich alle unten. Mir noch nicht die Fähigkeiten durchgelesen. Ja, wer macht das schon? Das macht schon der AOE, ne? Genau. Pass auf. Ne. Hier, komm. Ein paar Hydralisken erstellen, geht immer. Banelinge spammen. Ah, fuck, ich dachte, die läuft zurück. Ich verarscht. Die ist ganz lustig, aber auch mal intensiv. Muss man schon Mana regen gehen. Uta hatte auf jeden Fall keine Mana-Probleme. Komm hier, Hydralisk, push mal. Hydralisk. Ich baue noch ein Hydralisk, weil einer mehrmals besser ist. Explodiere ich oder so? Ja. Du bist wie Kog'Maw. Ich farm unten ein bisschen. Bisschen Ruffarm. Aua, die schießen alle auf mich.
Gut, erscheint kommen, oben. oder? Ja, da sind auf jeden Fall alle gewesen. Ne? Die Und nach. ich bin am Arsch der Welt. Ja, und? Da bin ich. Beeil dich halt. Ich lauf doch schon so schnell ich kann. Piu, piu, piu! Creep-Tumores werden hier. Das war der Fake, ne? Warum war ich über den Fake? Ne? Ich weiß es nicht. Und das Ding kriegt. Nein, ich hab daneben gehauen! Geh weg! Shit! Ah! Die Nova. Det Nova. Wir nennen hier automatische Angriffe treffen drei zusätzliche Züge, die Reichweite und den Schaden automatisch. Hm. Ich würde gerne so voll auf Bane-Ding skillen. Aber es kommt bestimmt zum Beispiel das Freischalten. Das Die Banelinge sind ganz cool. Painling push, bam 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 bam. Nein. Ah, fuck, das war scheiße. Ja, das war auch scheiße von mir. Beides Curse? Ich hab nicht mal mitbekommen, dass schon zwei da waren. Das ist ja doof. Ich will nicht theoretisch zielen, mehr Schaden zu machen. Tribut erscheint. Wo denn? Da unten bei euch, oder? Tja. Wer hält denn da aus? Wer war das denn überhaupt? Bending gegen wahrscheinlich. Oh, Gegner hat's schon. Ja. Praktisch. Na, kann nichts tun. Das kann ich nochmal tun, bam. Sie ja, hab die Nova bekommen. Ah. Den Rest macht ihr. Ich bin auch schon tot. Nee, die sind jetzt auch tot. Wobei hält der nicht aus. Wir sind verflucht. Wir könnten so ein Camp machen oder so. Ja, gar kein Damage mehr. Toll, und wir settet. Na super. Buggy. Eat shit. Oh. Was? Ich war doch gar nicht mehr drin. So ein Beschiss.
Oh oh. Flatter, flatter, flatter. Ja, wo hab ich denn hin? Muss ich überhaupt hin? Da unten. Wir liegen 3 Level zurück. Sieht nicht so gut aus. Würde ich mal sagen. Om nom 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 nom. Ich hab sie. Piu 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 piu. Gut getötet. Die Creep-Tumore Cooldown haben müssen. Das ist aber auch nicht so cool. Ich glaube, die kommen alle zu dir. Meinst du? Danach machen wir bestimmt hier den Boss. Kann ich damit eigentlich scouten mit den Tumoren? Stimmt. Baue noch ein Hydralisk, weil eins Eis. Ach komm, ich kann den Text nicht mehr. Ich schon. Ja, dann. Den will keiner hören. Bring it on. Auf den Boss? Oder schon down. Die Mobs? Auf die Helden sind wir alle tot. Und no fucking Illidan. Guten Tag, Setzner. Hallo. Spielt ihr Arge Arge? No. Was spielt ihr? Hotz. Oh, hat Chris Hotz, oder was? Nö. Woher denn? Ach, von Vanitas, ne? Mhm. Wieso spielst du Arcane? Ich hab mir das gerade noch runter. Ich hab's die ersten 2 Tage gespielt, die ich noch Abo hatte. Bam. Da ist wer? Ober. So. Da ist auch das Tribut, oder? Gut, wo? Irgendwo oben war. Oben, da. Schon weg. Die haben es so. Schon. er schafft jetzt eine fliegende Unterwissen. Keine Ahnung. Ist irgendwie bekannt, wie lange Amazon noch streikt? Warum? Amazon streikt. Ja, ich hab mir. Ja, Amazon streikt. Weil ich hab mir doch so einen Konverter geholt, damit der das umrechnet, dass HDMI keinen Sound mehr. Guck mal, ich hab sie alle gefangen. Mein Monitor nicht schafft. Aber irgendwie macht der Wurm 0 Damage. Das ist total lächerlich. Illidan, du bleibst. Kommst nicht vorbei. Ja, und? Funktioniert der Konverter noch nicht? Der kann nicht sicher werden, halt, weil die am Streiken sind. Also bei mir kam alles an. Nee, ein Kollege von mir hat sich auch was bestellt bei Amazon vor ein paar Tagen, kommt auch nichts an. Ja, hier wohnt ja auch alle da so im Süden. Das Problem ist, wir wohnen in der Nähe von dem Lager von Amazon, in dem gestreikt wird. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich mit Prime bestellt habe. Ja, das kann natürlich auch sein. Weil wir, ja, ich bin ja in der Nähe von Unna, da wo auch M-Box wohnt. Und da ist ja das Ding dann da, ne? Mit den Kassetten. Lager. Piu piu piu. Setzner hat doch bestimmt auch Lust auf The Ship. Stimmt. Auf was? The Ship. Das ist The Ship. Es ist wie TTT, nur anders.
Komm her, du Nova-Spasti. Auch von Garry's Mod, oder? Nee. Jetzt hat auch bestimmt Bock auf Siedler von Katan, oder oben läuft noch Nova rum. Nein, nicht. Hinterher, Banelinge! Sind zu langsam! Aber dann hat er bestimmt Lust auf StarCraft 2. Nein. Er hat bestimmt Lust auf Arcade. Ja. Wie gut. Können wir gerne spielen. Ja, ich... Der sagt mir gerade, meine E-Mail-Adresse schon vorhanden. Jetzt musste ich mir aber mein Passwort nochmal schicken lassen, weil... Das kommt bei dir eh nie an. Ist es Free-to-Play oder ja. Was? Ja. Yep. Was hat denn kack Free-to-Play-Modell? Ja, es geht sowieso zwischendurch, wäre es ja eh nicht so aktiv spielen. Okay, zwischendurch ist das ganz okay. Ja, gerade wenn man es nicht aktiv spielt, ist man benachteiligt. Du liebe Güte. Stört eigentlich nur am meisten, dass ich keinen eigenen Garten haben kann. Nein, wieso geht er denn jetzt aus meinem Wurm raus? Was soll denn das? Na, ich mag es nicht zu viel. Aber leider haben MOBAs so an sich, dass man 50% verliert. Ah, wenn du mit mir spielst, hast du eine Chance von 90% zu verlieren. Also am Anfang haben wir immer gewonnen. Na, wahrscheinlich spiele ich gerade mit Kakelben. Daran will jetzt. Ja, mache ich ja auch. Einfach weil ich mal jeden testen will zumindest. Eigentlich, damit man die vernünftig testet, müsste man halt zumindest mal länger spielen, damit man auch alle Talente hat. Jetzt kommen die tollen Talente hier. Mehr Banelinge, das hab ich vorhin mal gebraucht. Jo, komm, da hat nichts mehr und dann holt er halt seine Ulti raus. Ja, und dann kriegt er voll HP. Banelinge ins Nichts. Get over here! Oh, Atomschlag. Atomkraft, nein, nein. Der ist schnell gestorben. Und Banging kann man gut Waves clearen. Vorsicht, du bist gleich tot. Attacke, Banelinge! Ich hab auf einem Cooldown, ich kann mich gerade nicht helfen. Jetzt. Nom nom nom. Er ist noch eingelaufen. Denn. Fuck it! Eine Stunde wieder ist verlangt, warum das denn so viel ist? Was machst du da? Sterben. Banelinge Attacke! Das Problem ist, ich habe mich halt mit dem Schwertskill rein teleportiert und dann kam ich nicht mehr raus. Das ist ja doof. Komm, wir pushen jetzt einfach durch bis in die Base. Mit einem Mal. Bam. Ich bin ganz wenn neue Invites kommen für. Für was? Für Hots? Ja, in ab zwei Wochen. Am 29. ist ja hier Reset, dort eine Woche Server da und dann sollen auch neue Invites kommen, wenn die dann wieder online gehen. Den kannst du ja jetzt auch noch alle Helden spielen. Ich würde sagen, wir scheißen aufs Tribut, oder? Tribut von Panem. Ja. Wir haben eh bisher noch keins eingesammelt. Deswegen. Wir gehen einfach weiter durch. Ah, sie kommen! Ja, da ist auch eine Nova hinter mir. Und ein Illidan, der über die ganze Map gesprungen kommt. Die kommen jetzt alle zu euch. And he's gone. Sollte aber Chris auch langsam Arcade, wenn ihr das mitspielen wollt, nachher runterladen, oder? Sollte der Chris tun. Ich hab's schon drauf.
noch drauf, wie auch immer. Fick dich in die Dach, fick! Also ich kann in 22 Minuten, weil jetzt gerade geht der Download ab. Das finde ich ja mal schön. Arc Age. Ja, dass die keine Begrenzung haben, oder kann ich das vielleicht sogar noch einstellen, dass er wirklich keine? Und wir haben verkackt. Arc Age. Wo ist denn hier der Glyph? Im Glyph Launcher kannst du auch Trove spielen. Trove. So, Cube World MMO. Dungeon of Elements und Defiance und Wasteland 2 und Rift. Joa! Ich garantiere nicht auf meiner SSD. Ja? Ups, dann müssen wir wieder gewinnen. Wird outgehen. Oh, komm. Guck mal bei Amazon, was da steht. Naja, das war's dann erstmal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.